Das Umi DJZ 2 ist eines der Flaggschiff-Smartphones des chinesischen Herstellers. Ob es als Preis-Leistungsknüller für 200 bis 250 Euro gilt, schauen wir uns in diesem Review an. Und damit herzlich willkommen zum Umi DJZ 2 Review. Das Umi DJZ 2 kommt anders als die Pro-Variante mit Mittelklasse-Hardware daher, wie dem MediaTek Helio P23. In Sachen Arbeitsspeicher spendiert man dem Gerät aber Spitzenklasse mit 6 GB. Auch der Akku klingt auf dem Papier ziemlich gut. Die Verarbeitung des Gerätes ist gut. Die Rückseite und die Front sind aus Glas. Zumindest scheint die Rückseite aus Glas zu sein. Es fühlt sich in jedem Fall edel an. Und auch der Farbverlauf meiner Twilight-Variante erinnert so ein wenig an Huawei's P20. Daneben findet man auf der Rückseite noch zwei Kameras, von dem wohl nur ein Modul auch wirklich genutzt wird und mit 16 Megapixel auflösen kann. Unter den Kameras befindet sich der Fingerabdruckscanner, der zuweilen etwas braucht, bis er das Display eingeschaltet hat. Schaltet man das Display selber ein und benutzt dann den Fingerabdruckscanner, dann ist er sehr zuverlässig und schnell. Die meiste Zeit habe ich die wirklich gut angepasste Silikonschutzhülle für das Gerät verwendet. Die passt wie angegossen und schützt Rücken, Seiten und Ecken, vielleicht sogar ein bisschen die Front, da man die Hülle ein wenig über das Display ragend gelassen hat. Zudem liefert sie einen sehr schönen Grip, der einem hilft, das Gerät noch besser fassen zu können. Die Tasten werden ebenfalls verdeckt und können dank eines Musters nach einer kurzen Eingewöhnungszeit gut voneinander unterschieden werden. Apropos Tasten, diese sind allesamt rechts angebracht und haben einen guten Knackpunkt. Wenn man aber richtig pingelig ist, hat die Lautstärke so ein leichtes Spiel, was man auch beim Rütteln hören kann. Minimal zumindest. Mit der Schutzhülle ist das jedoch überhaupt gar kein Problem mehr. Begeben wir uns auf die linke Seite des Smartphones, sehen wir dort einen SIM-Kartenschacht, den man mit der SIM-Nadel aufmachen kann. Hier kann man entweder zwei Nano-SIMs reinlegen oder eine Nano-SIM und eine Micro-SD-Karte. Der Schlitten dafür ist leider aus etwas günstigerem Plastik gebaut, hat aber zumindest Aluhalter für die Karten, sodass die einem nicht irgendwie runterfallen können. Sehr schön ist, dass LTE Band 20 unterstützt wird, ist ja bei chinesischen Telefonen nicht jedes Mal so der Fall und es funktioniert auch mit einer ordentlichen Empfangsstärke. Das gleiche gilt übrigens auch für WLAN und GPS, das ebenfalls sehr schnell reagiert und einen Fix bekommt. Auf der Vorderseite finden wir dann das 6,2 Zoll große Full-HD-Display, also im 2:1 Format etwas gedehnt. Das Display hat eine gute Farbwiedergabe und eine ordentliche Helligkeit, ist aber bei direkter Sonneneinstrahlung leider nicht mehr wirklich ablesbar. Schade ist auch, dass es gerade im unteren Bereich an kurvigen Ecken des Displays keine gleichmäßige Ausleuchtung mehr gibt. Im Alltag stört das zwar nicht wirklich, aber es fällt auf und müsste eigentlich bei dieser Preisklasse auch nicht unbedingt sein. Leider kann man auch die Farbkalibrierung des Systems nicht ändern, denn UMIDIGI liefert hier ein ziemlich stock Android ohne viel Bloatware. Naja, zumindest wenn man Google Play-Dienste nicht als solche anerkennt. Sprich, man kriegt ein ziemlich leichtgewichtiges System, das trotz des Mittelklasse-Prozessors durchaus bei der Performance zu überzeugen weiß, zumindest den meisten Alltagsaufgaben. Geht es um Spiele, fallen einem dann doch die etwas längeren Ladezeiten auf und die dann doch etwas heiß werdende Rückseite. In meinen Tests gab es in diesem richtigen heißen Sommer auch zumindest einen Hitzeausfall des WLANs, das sich erst nach Abkühlung und einem Neustart dann auch beheben ließ. Ein, zwei Anpassungen zu Stock Android hat UMIDIGI dann doch einfließen lassen, so zum Beispiel die Gesichtserkennung, die man zum Entsperren des Telefons und einige anderer Aktionen verwenden kann. Zudem gibt es für den Fingerabdruckscanner einige Sonderfunktionen, die sich einstellen lassen, wie zum Beispiel die Möglichkeit, einen Anruf anzunehmen, Fotos zu knipsen, einen Screenshot zu machen, das Ganze als Homebutton zu benutzen und eine ganze Reihe von weiteren Dingen, aber im Grunde genommen ein Stock Android. Werfen wir einen Blick auf die Akkulaufzeit, so ist die okay, aber nichts Außergewöhnliches. Über den Tag sollte man so kommen, mehr wird aber schwierig. Trotz des relativ großen Akkus von 3850 mAh machen halt der
nicht so stromsparende Prozessor und das große Display viel aus und sind eben die Hauptverbraucher. Aufgeladen wird es mit einem 18 Watt Schnelllader, der schafft das Gerät in 30 Minuten auf 50% aufzuladen und bei einer Stunde kommen wir dann auch 80%, etwa eine Stunde 25 Minuten braucht es dann für eine volle Ladung. Wie man hier unten sehen kann, haben wir neben dem USB-Typ-C-Anschluss auch noch zwei Aussparungen für Lautsprecher. In Wirklichkeit steckt aber nur im rechten ein Lautsprecher drin. Dieser wird recht laut und liefert auch einen tollen Sound, der ja der Preisklasse angemessen ist. Allzu viel Bass sollte man aber nicht erwarten. Einen Kopfhöreranschluss gibt es nicht, Umidigi legt aber einen USB-C-Adapter bei und damit kann man ja auch einigermaßen was hören mit. Eigentlich war ich ja ganz zufrieden mit dem System, bis Umidigi ein Update für die Android 8.1 Basis bereitgestellt hat über ihr eigenes kleines Update-Tool. Es sollte die Kamera verbessern, gemerkt habe ich davon irgendwie nicht wirklich was, aber es hat dazu geführt, dass seit dem Update das System leider instabil arbeitet und ich manchmal richtig harte Freezes hatte, die das Gerät dazu gebracht haben, sich selbstständig komplett neu zu starten. Hoffentlich bessert Umidigi da noch nach. Wo wir gerade bei Kameras waren irgendwie. Zu den Kameras habe ich ja in meinem Kamera-Review schon alles gesagt. Es gibt deutlich bessere, aber auch deutlich schlechtere in dieser Preisklasse, so dass ich die Kamera so im Durchschnitt ansiedeln würde. Zu bemängeln werden die fehlende Bildstabilisierung fürs Video sowie der eigentliche unnütze Bokeh-Modus, weil irgendwie die zweiten Kamerasensoren gar nicht benutzt werden und einfach nur ein ovaler oder runder Ausschnitt ausgesucht wird, auf den dann scharf gestellt wird. Ja, was bleibt abschließend nur zu sagen? Für den Preis kriegt man von Umidigi ein Gerät, das auf dem Papier nach einem Hammer-Deal aussieht. Leider ist die Software noch nicht so weit ausgereift und die Update-Situation ist auch etwas unklar. Trotz des Stock-Androids hängen wir immer noch beim Sicherheitsupdate vom 5. Mai fest. Das ist schade. Kommen wir zum freie Software-Indikator, bei dem ich von 0 bis 10 bewerte, wie freiheitsgewährend dieses Produkt ist. 0 heißt überhaupt nicht und 10 wäre GNU Stallman approved. Das Umidigi Z2 kriegt genau einen von 10 Punkten. Es gibt die Möglichkeit, in den Entwickleroptionen einen OEM-Unlock auszuführen. Dies ermöglicht einem dann zumindest theoretisch Twerp drauf zu installieren und das kann wiederum genutzt werden, um das Gerät zu routen. Ein Routen war mir zum Testzeitpunkt allerdings bisher nicht möglich. Man ist so also leider auf Gedeih und Verderb auf den Hersteller angewiesen, Updates zu liefern. Quellcode konnte ich übrigens für das Gerät auch nicht finden.